Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer 66 Shadow und hier seht ihr eine Runde Herrschaft auf der Map Cargo. Ihr seht meine Waffe, die MSMC, Tarnheli, Orbital und Escort-Drohne. Ja, das waren auch meine Point Streaks gleich. Ja, ihr seht, ich spiele hier wieder mit ein paar Abonnenten. Hat richtig viel Spaß gemacht, hat Fun gemacht, war eine schöne Runde. Wir hatten mehrere solche Runden. Aber das war die beste Runde des Wochenendes. Flawless. Ja, mein heutiges Thema ist Freiheit für Palästina. Warum das Thema? Weil es wird wieder in Vergessenheit geraten. Während ihr dieses Commentary von mir hört, fallen wieder Bomben in Gaza. Das garantiere ich euch. Es fallen oder irgendwo anders in der Welt fallen gerade Bomben, vor allem in Gaza, in Palästina, fallen zurzeit Bomben. Ich habe ein altes Lied gefunden, es ist super geil. Anstatt zu reden, hört lieber das Lied gleich an. Das mache ich dann an und hört euch das ganz genau an. Vor allem die 10 Gebote, wo im Tora stehen, hört euch das vor allem an. Das Lied ist hammergeil. Das ist von dem Künstler G-Flow. Sein Channel werde ich euch auch verlinken. Ist ein ganz toller Musiker, Rapper, alles Mögliche. Ein richtig super Kerl. Hört euch das Musik an. Den Beat ist hammergeil. Mir hat es gefallen. Hat mich richtig gerührt. Weil was der Mann da sagt, hat recht. Es ist nicht Israel, es ist Palästina. Das Gebiet, das gehört den Palästinensern. Aber was soll man sagen? Freiheit für Palästina. Hoffentlich gefällt dieses Lied euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß und mit dem super Gameplay auch noch. Also das war jetzt schon mal euer 66 Shadow. Wir leiden für das Leiden der leidenden Palästinenser, während wir nach Hilfe schreien, nimmt ihr den Kaffee den Empfang. Ein Staat wird illegal gegründet und die Welt sieht zu. Israel vertreibt Palästinenser und vergießt Blut. Wir haben Respekt vor dem Judentum, doch er verliert ihn. Moses ist auch unser Prophet und wir verehren ihn. Als Staat seid ihr eine Terrorbande, weil ihr verkehrt liegt. Doch Allah sagt, Lekum dinikum veliyadin. Deine Religion für dich und meine Religion für mich. Mit euch kann man nicht im Frieden leben, weil ihr den Tod mitbringt. Wir Muslime haben seit Jahrzehnten Blut geweint. Und ihr lässt eure frechen Kinder auf Raketen unterschreiben. Schickt dieses als Geschenk an unschuldige Kinder mit der Begründung, sie seien Terroristen. Es sind doch nur Kinder, ihr Monster. Obwohl ihr auf der Liste von Schindler steht, tötet ihr. Es heißt Palästina und nicht Israel. Al-Holi al-Philistin, Freiheit für Palästina. Denn jeder Moslem ist ein Teil von Palästina. Wir sind gemeinsam, mein Körper kämpfen bis ins Grab. Das Weinen von Gaza sind die Tränen des Islams. Al-Holi al-Philistin, Freiheit für Palästina. Denn jeder Moslem ist ein Teil von Palästina. Wir sind gemeinsam, mein Körper kämpfen bis ins Grab. Das Weinen von Gaza sind die Tränen des Islams. Wir haben nichts gegen Juden, die friedlich sind, die für den Frieden sind. Wir wollen, dass der Frieden den Krieg gewinnt. Wir haben nur etwas gegen den Staat, was auf uns Gewalt ausübt. Tora verbietet euch Schlimmes und die Gebote sind ausführlich. Das sechste Gebot: Du sollst nicht töten, doch ihr massakriert uns seit Jahren, ihr Teufelsgören. Das neunte Gebot: Du sollst nicht lügen, doch ihr seid Schauspieler auf der Teufelsbühne. Das zehnte Gebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie könnt ihr den Nächsten so lieben, wenn ihr alle vernichtet? Immer müssen wir schweigen, sonst werden wir stillgelegt. Wir gebären den Schmerz und die Worte sind die Wehen. Ihr übernehmt unser Land und wir sind die Radikalen. Euer Verhalten ist das Verhalten der Kannibalen. Allahumma anqi zihwanana, Allahumma ahlik zalimin. Al-Holi al-Philistin, Freiheit für Palästina. Denn jeder Moslem ist ein Teil von Palästina. Wir sind gemeinsam, mein Körper kämpfen bis ins Grab. Das Weinen von Gaza sind die Tränen des Islams. Al-Holi al-Philistin, Freiheit für Palästina. Denn jeder Moslem ist ein Teil von Palästina. Wir sind gemeinsam, mein Körper kämpfen bis ins Grab. Das Weinen von Gaza sind die Tränen des Islams. Al-Holi al-Philistin, Freiheit für Palästina. Denn jeder Moslem ist ein Teil von Palästina. Wir sind gemeinsam, mein Körper kämpfen bis ins Grab. Das Weinen von Gaza sind die Tränen des Islams. Al-Holi al-Philistin, Freiheit für Palästina. Denn
Ja, so Leute, ich bin wieder da und die zweite Runde fängt auch gleich an. Ihr habt das Lied gehört. Ich will gern wissen, wie ihr das Lied findet, weil ihr könnt es ruhig in den Kommentaren reinschreiben. Ihr könnt es ruhig disliken, liken, Mrs. Schnuppe. Was der Typ da singt, finde ich einfach nur super. Der hat auch viele andere gute Lieder, wo er auf Deutsch singt. Leider die türkischen Lieder, wo er auf Türkisch halt singt, schade, dass es die nicht auf Deutsch noch gibt, weil die sind auch hammergeil, auch mit sehr viel Bedeutung. Hoffentlich hat dieses Lied euch gefallen. Wenn nicht, ist egal. Ich teile seine Meinung, was er da im Lied sagt. Vor allem, dass die kleinen jüdischen Kinder, israelische Kinder... Ich habe nichts gegen Juden. Nur was die Israelis da machen, ist schon krass, dass die kleinen Kinder Bomben unterschreiben mit, ja, keine Ahnung, was die da alles draufschreiben und danach an palästinensischen Kindern einfach auf denen draufjagen, die Bomben, und dann nichts sagen. Es ist, obwohl nichts Schlimmes wäre, einfach ein paar Palästinenser zu töten, wird im Fernsehen auch nicht groß geredet und so. Aber wenn es ein Vergewaltiger in den USA, wird dann im Fernsehen alles groß gemacht. Wenn in Deutschland was Kleinigkeit, wird alles groß gemacht in deutschen Medien. Aber wenn es um Palästinensergebiet zu bombardiert wird, bleibt die Welt einfach ruhig. Wenn ein Moslem stirbt, ist man einfach ruhig. Ist ja egal. Aber wenn was Kleinigkeiten passiert von Rest der Welt, wird sofort groß gejubelt. Vor allem Afrika, schaut euch die Leute dort an, wie die leben und so. Dank uns, wo im Westen leben, dank uns leben die so scheiße. Deswegen überlegt euch, hoffentlich hat das Beat euch wirklich, wirklich gefallen, weil der Typ singt wirklich das Richtige. Ist genau meine Meinung, genau auch meine Einstellung, weil wir akzeptieren den Judentum, wir akzeptieren das Christentum als Moslem und trotzdem werden wir zum Großteil so verarscht. Und jetzt kommt nicht gleich mit Terroranschläge, weil der Westen führt mit Statistik 10-1 mit uns. Ich sag mal so, Kreuzzüge, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort. Und vor allem, was soll ich noch sagen? Das war euer 66 Shadow. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.